Okay, wir sind im Schokobo-Wald. Zum ersten Mal gibt es hier in diesem Spiel Schokobos. Ein Schokobo gefunden. Da reiten wir nochmal gleich mal auf ihn. Also erstmal gehe ich zu einem Ort, wo wir eigentlich später hingehen sollen, aber ich mache das jetzt mal, damit ich das später nicht machen. Später muss ich sowieso hier hin. Wo ist der Ort? Der muss irgendwo hier sein. Kann ich nicht über Wasser laufen? Hallo, wo ist der Ort? Hä? Wo zum Geier bin ich? Warte mal, bin ich nicht wieder in Altea? Wie zur Hölle bin ich jetzt wieder zurückgegangen? Okay, ich bin einfach wieder zurück. Das war nicht geplant, aber naja. Verdammt! Welchen Weg bin ich gegangen? Warte mal, ich war da. Ach so, dann bin ich diesen Weg gegangen. Dann so, und das erklärt alles. Schade, ich wollte noch zu einem anderen Ort, aber da kommen wir sowieso später hin. Rein mit uns. Oh, alles zerstört. Jetzt erfahren wir von den Rebellen, wo wir hingehen müssen. Weit im Norden von Finn soll es einen Landestützpunkt geben. Der Zerstörer soll dort runtergegangen sein. Die Prinzessin wird im Inneren des Zerstörers gefangen gehalten. Ich bitte euch, rettet sie. Okay. Maus weg. Prinzessin Hilda konnte nicht mehr mit ansehen, wie ihr euch ständig in Gefahr begibt, um für das Wohl ihres Volkes zu kämpfen. Wenigstens die Heimreise wollte sie euch erleichtern. Auf Knien flehe ich euch an. Rettet meinen kleinen Kleinod. Rettet meine Hilda. Ach, die Musik ist geil. Aber jetzt müssen wir wieder so weit gehen. Ich habe keine Lust. Ich hätte jetzt gerne den Schokobo. Okay, jetzt müssen wir so weit gehen. Oder wir sehen uns einfach da. Also bis gleich. Okay, es geht weiter. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, also von Finn aus, von Stadt Finn, geht man einfach von hier aus einfach hierhin. Und hier ist die Festung. Also man geht einfach nach Norden, einfach nach oben gehen und ihr findet den Ort. Also ist kein Geheimnis, wo das ist. Ihr seid auch nicht behindert, meine Abonnenten, glaube ich jetzt mal. Dann schafft ihr das auch. Yay! Halt, wer seid ihr? Also es gibt hier zwei Möglichkeiten. Wir können mit dem Pass, den wir in der Kanalisation gefunden haben, hier durch. Oder wir können einfach gegen ihn kämpfen. Und ich habe irgendwie Bock, gegen ihn zu kämpfen. Rebellen! Ich habe ein Fluchgrimoire bekommen. Okay, ist es wieder die gleiche Regel wie immer? Ja, es ist die gleiche Regel, wenn ich die anspreche, greifen sie mich an, wenn nicht, dann nicht. Okay. Schreck. Schreck, lass nach. Töte die mal, verdammt. Wieso nicht gleich 666, wenn man schon 3x7 hat? Okay. Okay, da habe ich das auch. Narkoratte? Was soll eine Narkoratte sein? Narkoseratte oder wie? Ja, passt irgendwie auch schon, wenn er mich lähmt, die Narkoratte. Din, 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 din. Okay. 600 Gil. Oh, diese leeren Räume. Haben wir dann auch erledigt.
Man kann die untoten Monster mit Vita töten. Für die Leute, die das noch nicht wissen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, und du machst dann Vita. Wir müssen auch unser Vita hier aufstufen irgendwie mal. Okay, ich gehe mal wieder zurück und untersuche mal die Räume da hinten, also diesen einen grünen Raum. Okay, ich bin jetzt hier. Ich war auch in diesem grünen Raum, da geht's auch runter. Zum ersten Stock. Und hier kann man auch, hier geht man auch zum ersten Stock. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt alles machen soll, aber... Und auf dem Weg habe ich eine Gegnersorte getroffen, die Werpanther. Okay. Eisengitter, das Vlies ist leer. Okay, wir sehen uns bei der grünen Tür. Okay, ich bin da. Okay. Ach, zu viele Kämpfe, Mann. Ach du Scheiße, zu viele Kämpfe. Ach, da sind die Werpanther. Der Soldat ist sowieso tot. Weil wir wissen, wie ich durch dieses Gitter komme, um diesen Schatztruhe zu öffnen. Eine komplette Lösung steht, aber ich kann jetzt gerade das nicht angucken. Ach du Scheiße, ich werde beim Boss Diebeshandschuhe. Steigern die Gewandtheit. Warte, wer von denen hat Gewandtheit denn normal? Gewandtheit 15, 5. Ich gebe ihnen das mal einfach mal. Seine Gewandtheit ist sowieso niedrig. Da war jetzt ein Typ. Okay, die Truhe hole ich mir auch noch. Haben wir dann auch Schattenbogen. Warte mal, was gibt's hier eigentlich rechts? Ah, gut so. High Potion. Potion erhalten. Okay, dann haben wir das auch. Warte, das ist ein Zit, oder? Gefängnisgitter geöffnet. Firion, schon wieder musstet ihr euch in Gefahr begeben. Dabei wollte ich etwas Gutes tun. Sentimentalitäten können wir meine Stimme. Können wir später austauschen. Ich werde mit der Prinzessin meinen Luftschiff ausfindig machen. Ihr springt den Kahn hier in die Luft, klar? Und beeilt euch, sonst bleibt ihr hier. Ja, beeilt euch. Dankeschön. Okay, wir sehen uns bei den Treppen da unten wieder. Es geht weiter. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, wie ich dieses Gitter da unten aufmachen kann. Warte mal. Oh, Scheiße. Habe ich kein Äther oder so? Doch, 10 Stück. Okay, gut so. Okay, einfach mal runtergehen. Wieso muss er mal blind werden? Das geht ja echt schnell. Okay. Gut so. Stilette, Dreizack. Ach du Scheiß, was bist du denn? Hey Gigas. So. So. Und du machst Feuer und du greifst an. Eisstufe 5. Hey Gigas sieht besser aus als in Final Fantasy 1. Och man. Scheiße, macht der Schaden. Erbärmlich, Kacke. Sehen wir mal, vielleicht stirbt auch der Heal Gigas jetzt. Moment. Ach, verdammt, nichts hat passiert. Nichts ist geschehen.
Und das ist der Magier, von dem ich gesprochen habe. Los, greift an. Wieso greifst du die Frau an? Bist du eine Pussy oder was? Und bist jetzt tot? Ja, jetzt hast du die Rache von der Frau bekommen. Okay. Riesenhelm. Hey, Angriff wird erhöht und so. Mach ich einfach mal. Dankeschön. Erledigt, hab ich erledigt. Hahaha. Wie weit muss ich noch gehen? Okay. Da kann ich nicht durch. Okay, da muss ich extra einen Umweg machen. Okay. So. Okay. Und so. Okay. Gordon, warum musst du jedes Mal so sein, wie du bist? Okay. Zum Glück habe ich High Potions gekauft. Wo sind die? Hast du da? Für alle Fälle. Und so, 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 so. Und durch die Tür. Wieso gibt es hier noch Zufallskämpfe? Okay. Von dem Antrieb des Zerstörers. Achso, ich musste ja... Freiers Glocke. Prüfen. Hä, was soll ich jetzt machen? Hä, was soll ich jetzt machen? Nichts passiert, lernen. Vor dem Antrieb des Zerstörers. Hä, ich verstehe jetzt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe jetzt das Feuer, was wollt ihr jetzt von mir? Okay, wir sehen uns das nächste Mal, dann finde ich das mal raus. Okay, ich hab's rausgefunden und ich muss mich selbst schlagen. Echt jetzt? Wir müssen ja das Sonnenfeuer reinwerfen. Aber ich bin ja so ein Dummkopf und mache es nicht. In einem hohen Bogen fliegt der brennende fliegt die brennende Fackel in den Antrieb. Bam, 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 bam. Das hat jetzt kabumm gemacht. Und das werde ich in dem Part, wo ich gesagt habe, dass ich das im nächsten Part mache, dran machen. Was habt ihr getan? Der Antrieb. Diese Stimme. Es ist Leon. Beeil dich, Maria. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Wir müssen zu Sid. Dunkelritter sieht auch noch böse aus. Lauft schon. Unter Laufen verstehe ich was anderes. Keine Zufallskämpfe, ist klar. Ich glaube, den Part, wo ich das geschnitten habe, ich glaube, der wird richtig lange sein. Ja, beeilt euch. Ach ja, man kann zu dieser Kiste da, hinter dem Gitter, es gibt einen Geheimgang. In der Kiste findet ihr die Schlummerklinge, die lässt alle Gegner einschlafen, für die Leute, die sich dafür interessieren. Ich hab's nicht geholt, weil ich hab's jetzt gerade erst gelesen, tut mir leid, aber ist nicht so schlimm. Das war der Zerstörer. Und die schlimme Klinge ist für immer verloren. Tada!
Von wo habe ich ein Luftschiff bekommen? Oder ist es das von Sid? Wo fliegst du hin? Hallo? Darf ich auch mal ein bisschen steuern? Oh, Insel. Wo zum Geier sind wir jetzt? Ach so. Wieso hast du so einen Umweg gemacht dafür? Ich verstehe diese Leute nicht. So einen richtigen Umweg. Oh nein, der Zustand des Königs hat sich über die Nacht verschlechtert. Oh. Wie geht es jetzt dem König? Wieso hast du jetzt den Typen angeguckt? Gordon! Gordon, Minyu und Firion, ich habe eine letzte Bitte an euch. Ja, hört aufmerksam zu. Egal, Guy und Marie, einfach mal nicht zuhören lassen. Gordon, ein prächtiger Mann ist aus dir geworden. Du hast das Format zu einem starken Befehlshaber. Führe mein Herr an und stehe Hilda zur Seite. Unter Einsatz meines Lebens, mein König. Minyu, du kennst die Legende über den fürchterlichen Zauber, dessen Bann aufgehoben werden soll, wenn die Welt vor ihrem Untergang steht. Ist es nicht an der Zeit, das Bannsiegel aufzuheben? Das ist es, mein König. Das Bannsiegel soll gebrochen werden. Firion reist nach Diest, in das Schloss der Drachenritter. Sie sollen von den Armeen des Imperators völlig ausgerottet worden sein. Doch der Orden der Drachenritter war mehr als nur ein einfacher Ritterorden. Die Ritter und Paladine waren von Edlem geblüht, stolz und ehrenhaft. Es muss noch Überlebende geben. Wir brauchen ihre Kraft und die Kraft ihrer Drachen. Mit vereinten Kräften ist uns der Sieg sicher. Meine Tochter Hilda, sie ist immer noch unerfahren. Kümmert euch um sie. Und er starb. Majestät! Und schon wieder verschwindet ein König. Was sage ich da? Es ist die falsche Zeit, um Tränen zu vergießen. Ihr habt die Worte des Königs vernommen. Jetzt auf einmal so die Eier zu reden, oder was? Es ist unsere Pflicht und unsere Bestimmung, die letzten Befehle des Königs auszuführen. Richtig. Und Minyu? Minyuk? Gehst du jetzt? Okay, der geht automatisch weg. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Als der Imperator mit seinen Soldaten in Diest einfiel, vermuteten wir eine harmlose Machtdemonstration des Imperators. Tatsächlich fürchtete er die Stärke und den Einfluss der Drachenritter und er merkte sie aus. Lernen, Drachenritter. Okay, das war's für heute und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssi!